Herzlich willkommen zu Mittelstand konkret. Wie meistern Unternehmerinnen die Krise? Ich freue mich heute, Herrn Klaus Welling begrüßen zu dürfen. Er ist Geschäftsführer der Rittersbach-Gruppe hier in Kaiserslautern. Schön, dass Sie heute mein Gast sind. Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Habermann. Und in solchen Zeiten ist es besonders spannend, miteinander zu sprechen. Ja, genau. Und diese Möglichkeit bieten wir ja über diese Interviewreihe. Erzählen Sie bitte kurz etwas über Ihr Autohaus. Ja, unser Autohaus ist ja ein alteingesessenes Unternehmen in Kaiserslautern. Unser Hauptsitz ist hier in der Pariser Straße. Wir haben aber auch Dependancen im Saarland, in der Vorderpfalz, in Germersheim und in Grünstadt. Wir vertreiben die Marken Skoda, VW, Audi und auch Porsche. Selbstverständlich haben wir auch Gebrauchtwagenhandel und natürlich auch den Werkstattbetrieb, der rund um den Service für das Auto eben bei uns angesiedelt ist an allen Standorten. Wir befinden uns hier heute im Audi-Zentrum, das wir zum Ende letzten Jahres bis in den März hinein renoviert haben und dem Kunden eben das Erlebnis Audi zu vermitteln auf dem neuesten Stand der Dinge. Hinter mir sehen Sie beispielsweise einen Bildschirm, wo man dem Kunden sehr detailliert das konfigurierte Fahrzeug zeigen kann zukünftig oder eben auch mit einer sogenannten Virtual Reality, also virtuellen Brille, ein 360-Grad-Erlebnis dem Kunden virtuell zur Verfügung stellen kann. So kann er sein Wunschauto mehr oder weniger detailgetreu schon erkennen. Meine Frage an Sie: Welcher Einschnitt durch die Corona-Maßnahmen hat Sie am meisten herausgefordert? Also das größte Problem war natürlich die Heftigkeit, wie das Thema auf uns eingestürmt ist dahingehend. Wir hatten also teilweise Verdachtsfälle in der Mannschaft relativ schnell, sodass wir gezwungen waren, sehr kurzfristig ein Programm aufzusetzen, was eben auf der einen Seite die Leistungsfähigkeit des Unternehmens sicherstellt, aber eben auch die Notwendigkeit, Mitarbeiter in Kurzarbeit zu bringen, um einfach auch finanziell sich der Sache sauber aufzustellen. Und da haben wir dann sehr schnell reagiert und auch auf das Instrument der Kurzarbeit zurückgegriffen. Ja, Sie haben es schon angesprochen, also mit der Kurzarbeit. Vielleicht können Sie noch mehr schildern, wie Sie mit der Situation umgehen und was Ihnen auch besonders geholfen hat. Das Thema Kurzarbeit ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil wir haben während der gesamten Zeit jetzt die Werkstätten offen. Das war ja erlaubt, weil wir natürlich auch systemrelevante Fahrzeuge im Service haben, also von Ärzten, Krankenhäusern, Krankenwagen und so weiter. Und der Kundenkontakt dort ja auch nicht gegeben ist, großartig. Der Verkauf ist erst wieder seit ein paar Tagen offen und dort haben wir eben die größten Einschnitte gehabt mit dem Thema Kurzarbeit, was sich dann als sehr gutes und variables Instrument für uns dargestellt hat, eben angemessen zu reagieren. Glücklicherweise haben wir das in der Werkstatt nur punktuell anwenden müssen, das Thema Kurzarbeit. Ja. Was uns besonders auch geholfen hat, war der Hersteller, der mit sehr guten Maßnahmen, wie beispielsweise Kreditausweitungsmöglichkeiten, Zahlungszielverlängerungen, Stundungen entgegengekommen ist, aber eben auch besonders die hier ansässigen Banken, die Hausbanken unseres Hauses, die uns sehr, sehr verständnisvoll unterstützt haben. Es ist schön, auch mal ein positives Wort über die Hausbanken zu hören. Vielen Dank. Welche Erwartungen haben Sie an die Politik und an Ihre Kunden? Also grundsätzlich finde ich erstmal, hat die Politik sehr angemessen reagiert im Generellen. Ich denke mal, die Situation, die wir hier im Augenblick noch haben oder auch hatten, war eine sehr kritische. Und ich finde es richtig, dass man die Gesundheit der Menschen in den Vordergrund stellt. Aber wie man von allen Seiten hört, ist natürlich die wirtschaftliche Komponente nicht außer Acht zu lassen. Und grundsätzlich finde ich die Vorgehensweise so, wie es im Moment auch stattfindet, eigentlich sehr gut. Und das zeigt ja auch im Vergleich zum Ausland, dass Fallzahlen und Krankheit, so scheint es zumindest, augenblicklich doch ganz gut in den Griff zu bekommen sind mit den Dingen. Was ich auch ganz lokal hier wieder sagen kann, ist, ich habe mich vor ein paar Wochen an den Bürgermeister in Kaiserslautern, Herrn Dr. Weichel, gerichtet und habe ihn gebeten, die Situation mit den Zulassungsstellen nochmal aufzugreifen.
ich fand es sehr gut, dass er trotz der damals sehr schwierigen Situation, unklaren Situation reagiert hat und auch entsprechend gehandelt hat und dafür gesorgt hat, dass die Zulassungsstellen wieder aufstehen, weil das für uns natürlich elementar wichtig ist. Schön, dass Sie da so gute Erfahrungen gemacht haben. Wir setzen uns natürlich als BVMW auch für den Mittelstand ein. Aber schön, dass Sie direkt auch beim Bürgermeister so ein offenes Ohr gefunden haben. Herr Klaus Welling, vielen Dank für das Gespräch. Gerne, vielen Dank Ihnen auch. Eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund, Herr Habermann. Ebenso, vielen Dank.